Ja, hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Christian Freistleben, FH St. Pölten, Projekt Inverted Classroom. Daniel, stell dich bitte vor. Guten Tag, mein Name ist Daniel Lambach, ich bin Vertretungsprofessor für internationale Beziehungen an der Uni Duisburg-Essen und jetzt inzwischen seit etwa einem Jahr begeisterter Nutzer des Inverted Classroom. Gerne wäre ich auch bei der Tagung, bin aber leider verhindert, weil wir in derselben Woche eine Tagung der Themengruppe Hochschullehre der Deutschen Vereinigung für politische Wissenschaft haben. Okay, du bringst dich mit einem Poster bei der Konferenz ein. Was Dort stellst du stelle ich im dort vor? Wesentlichen unser Inverted Classroom Modellprojekt vor. Ich habe eine Einführungsvorlesung in die internationalen Beziehungen für unsere BA-Studierenden im Fach Politikwissenschaft nach dem Modell abgehalten. Und die Ergebnisse aus dem ersten Jahr, insbesondere der Befragung der Studierenden, was sie von diesem Modell halten, möchte ich auf dem Poster vorstellen. Momentan führe ich gerade einen zweiten Durchlauf durch. Uns geht es bei der Evaluation besonders darum, wie Studierende mit dem Inverted Classroom zurechtkommen, wie sie ihn auch im Vergleich zu traditionellen Vorlesungsformaten bewerten, die ja bei uns an der Uni der übliche Lehralltag sind. Und wir haben von unseren Studierenden da interessante, aber auch vielschichtige Rückmeldungen bekommen. Sie finden den Inverted Classroom interessant, sie merken aber auch an, dass er sehr aufwendig ist für sie und es gibt eine sehr interessante Ambivalenz darüber, ob sie das noch häufiger in ihrem Studium gerne hätten. Wir haben eine sehr flache Verteilung der Antworten darüber, ob künftige Veranstaltungen auch nach diesem Modell abgehalten werden sollten. Manche sind da sehr enthusiastisch, andere finden diese Idee eher abschreckend. Wir versuchen gerade noch auf den Grund zu gehen, woran das liegt, warum Studierende so unterschiedlich darauf reagiert haben. Könnte das damit zusammenhängen, dass in manchen Vorlesungen und Lehrveranstaltungen das mit dem ECTS-System, vorsichtig gesagt, nicht so intensiv gelebt wird? Das hast du sehr diplomatisch gesagt. Ja, das würde ich so sehen. Wir haben bei uns darauf geachtet, dass der Arbeitsaufwand völlig im Kreditrahmen liegt. Dass die Studierenden jetzt sagen, hier müssen sie sehr viel mehr arbeiten als in anderen Vorlesungen, kann ich natürlich verstehen, weil sie in anderen Vorlesungen natürlich weniger arbeiten müssen. Also eigentlich weniger als der Kreditrahmen vorgibt. Also die These würde ich völlig unterstützen. Ja, aber wenn jetzt ein Studierender zu dir kommt und sagt, hey, da muss ich mir ja hakeln, was hat er oder sie davon, sich da intensiver mit den Materialien auszusetzen, gerade in einem Fach wie deinem? Ich habe jetzt den Vorteil, dass wir am Ende mündliche Prüfungen haben. Das heißt, ich kann den Studierenden unmittelbar klar machen, dass wenn sie in der Präsenzphase des Inverted Classroom bei uns an Fallbeispielen arbeiten, diskutieren, argumentieren, Kritikpunkte suchen und miteinander sprechen und mit mir sprechen, dass sie dann genau die Kompetenzen üben, die wir am Ende auch abprüfen. Also da ist diese Passfähigkeit des didaktischen Modells mit der Prüfungsform sehr, sehr wichtig. Das ist auch, denke ich, das schlagende Argument für die Studierenden immer gewesen, dass sie gelernt haben, oh, für die Prüfung reicht es nicht, wenn wir am Ende nur Folien auswendig lernen. Aber das heißt eigentlich, dahinter steckt eigentlich auch eine intensivere Reflexion der eigenen Lernkultur an einer Universität und wie ich da tue, ne? Und wie das halt so ist, mich mit vorbereiten oder mich halt berieseln lassen und warten, was halt kommt. Absolut. Ich muss sagen, meine Studierenden, die waren mit diesem Format völlig unvertraut, sind damit aber ziemlich aufgeschlossen umgegangen. Also es sind gar nicht mal diejenigen, die sagen, es ist viel Arbeit, die hinterher irgendwie unzufrieden mit dem Format waren. Das hat damit anscheinend gar nicht viel zu tun. Aber das sind Studierende, die sind natürlich auf Vorlesungen völlig sozialisiert. So, ich habe die jetzt in einem höheren Semester, bis dahin haben die alle schon 6, 8 Vorlesungsveranstaltungen hinter sich. So, die haben so ein Modell, was sie machen müssen. Ja, wie um am Ende die Prüfungen gut zu bestehen. Und das durchbreche ich da vollkommen. Und mit der Herausforderung gehen die aber immer sehr, sehr sportlich um. Das weiß ich zu schätzen. Die sind da gar nicht so eingefahren, wie man es vielleicht vermuten würde. Ja. Das ist mir auch schon aufgefallen, auch bei anderen Gesprächen, dass ICM eigentlich auch ein Stück weit eine Abkehr von diesem Modell, lange nichts und dann ist die Prüfung und eben so dieses Lernen am Weg, viel mehr Bedeutung gewinnt und dass Beiträge, die auf dem Weg dorthin passieren, eigentlich in die Notengebung mit einfließen müssen, um das auch zu berücksichtigen und abzubilden, weil es eben nicht nur in einem sehr engen Zeitfenster passiert, wo die Menschen halt dann gut oder schlecht drauf sind oder andere Rahmenbedingungen mit eine Rolle spielen. Wie siehst du das? Benoten können wir bei uns gar nicht, das sieht die Prüfung so auch so nicht vor.
Ich glaube, was aber auch wichtig ist, also noch einen Schritt vor der Benotung, ist das Feedback. Also Studierende bekommen im ICM sehr viel mehr Okay. Feedback als in der Vorlesung, wo sie das ganze Semester irgendwie für sich selber entscheiden müssen, komme ich da jetzt mit, habe ich das verstanden und am Ende wirklich in der Klausur oder in der Prüfung dann da sitzen und hoffen, dass sie es richtig gemacht haben müssen. In einem ECM-Format kriegen sie das ganze Semester schon sehr viel mehr Rückmeldung, wo stehe ich, was kann ich, was hat so gut funktioniert, was nicht. Also das ist, ich würde sagen, dieser Schritt ist für alle sehr wichtig. Und wie man die Studierenden dann zu einer aktiven Auseinandersetzung bewegt, also mit Überzeugung, mit intrinsischer Motivation oder eben mit extrinsischer über Noten, ist dann nochmal eine zweite Frage. Da sind halt manche Wege offen, manche nicht. Ich habe einigermaßen gute Erfahrungen damit gemacht, die Studierenden davon zu überzeugen. Auch wenn ich mir manchmal dann tatsächlich wünschen würde, dass noch mehr von ihnen mehr meine Ja. Angebote wahrnehmen würden. Aber es steht und fällt nicht mit der Ja. Noten, mit der Bist Benotung du eigentlich an zusammen. deiner Universität ein Einzelkämpfer oder ist das, was du machst, in eine Strategie eingebettet? Es ist tatsächlich in so eine Art Strategie eingebettet. Ich habe es aber eher, ich habe es angefangen, bevor es die Strategie gab eigentlich. Also ja, ich war sozusagen ein ungewolltes Pilotprojekt der E-Learning-Strategie unserer Universität. Das heißt, unsere Universität fördert zurzeit die Entstehung sehr vieler ähnlicher Formate oder Blended Learning, E-Learning-Formate. Und ich war dem Ganzen einfach ein Jahr voraus, so ungefähr. Das heißt, ich ordne mich da jetzt einfach in etwas ein, was Ja, inzwischen was auch schon bringt dann so vorhanden eine ist. Konferenz wie die unsere? Ich sehe ICM als so eine Art Community of Practice, also so eine Gemeinschaft, die sich über ein gemeinsames Handeln verbindet. Und ich habe im vergangenen Jahr das erste Mal an der ICM in Marburg teilgenommen und habe dort wahnsinnig viel mitgenommen an Ideen und Anregungen und Austausch und auch so ein bisschen Validierung, dass das, was ich da tue, jetzt nicht völliges Hirngespinst ist. Also ich finde, rund um ICM hat sich so im deutschsprachigen Raum eine gar nicht mehr so kleine und trotzdem sehr feine Gemeinschaft gebildet. Und da sind diese jährlichen Tagungen ein ganz wichtiges Mittel, um da im Das hätte ich Austausch nicht zu besser sagen können. Gut, dann werde ich jetzt mal diese Aufzeichnung beenden. Danke dabei, Daniel.